danke euch allen, danke raus in die Republik. Wir haben einen Wahlkampf gemacht, geführt, wie wir ihn noch nie in diesem Land erlebt haben. Rund um die Uhr bis gestern Nacht, letzte Sekunde, waren so viele unterwegs. Aber wir können heute Abend, glaube ich, gemeinsam nicht nur jubeln. Wir sind erstmals angetreten in dieser Bundesrepublik, um als führende Kraft dieses Land zu gestalten. Wir wollten mehr. Das haben wir nicht erreicht, auch aufgrund eigener Fehler zu Beginn des Wahlkampfs in der Kampagne. Eigener Fehler von mir. Aber wir stehen heute Abend auch hier und sagen, diesmal hat es noch nicht gereicht, aber wir haben einen Auftrag für die Zukunft. Wir haben einen Auftrag nicht nur für zukünftige Generationen, sondern man spürt, dieses Land braucht eine Erneuerung, spürt einen richtigen Aufbruch und vor allen Dingen, dieses Land braucht eine Klimaregierung. Das ist das Ergebnis dieser Bundestagswahl. Das ist die Verantwortung für unser Land. Robert und ich werden das in den nächsten Tagen gemeinsam dieser Verantwortung gerecht werden. Und zwar so wie immer gemeinsam. Ne, Robert? Hast du uns... Oh, schade, ja, wir wollten eigentlich das Mikro teilen, ja, aber Corona, das macht es nicht so möglich. Nein, ich habe das Mikro immer im Gesäß. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, einmal noch ganz kurz, Annalena, es ist eine Speerspitzenaufgabe gewesen, die erste grüne Kanzlerkandidatin gewesen zu sein. Der emotionale Auf- und Umschwung, den das bedeutet hat, das hat wahrscheinlich teilweise unmenschliche Kräfte gefordert. Du hast es gestanden, eine Kämpferin, ein Löwenherz, Annalena Baerbock, unsere erste Kandidatin.